Glück auf, Stolberg! Von einer Bergarbeiterstadt Duisburg an die andere ins Erzgebirge. Meine Grüße und mein Respekt. Wenn ihr krass angefangen zu singen, hieß das schön, sowas hat man lange nicht gesehen. Ich habe sowas noch nie gesehen. So einer kleinen Stadt, eine solche Menge Anlungen auf der Straße. Wisst ihr was, 89 habe ich da vor dem Fernseher gesessen. Und dann habe ich gedacht, scheiße, ich kann da nicht rüber, ich kann da nicht mitmachen, ich wollte mitmachen. Ich danke euch, dass ihr mir die Chance ein zweites Mal gegeben habt. Diesmal war euch mit. Wenn wir uns in diesen Tagen auf den Straßenplätzen unseres Landes versammeln, dann hat das einen ganz bestimmten Grund. Wir haben die Schnauze voll von den Handlungen unserer Regierung. Wir haben die Schnauze davon voll, dass wir belogen und betrogen werden. Und dass wir im Prinzip nur noch als menschliche Batterien unsere Arbeit machen, um reiche Leute noch reicher zu machen. Und unser ganzes Leben nur am Puppeln sind. Und jetzt wollen sie die Renten, wollen sie das Rentenalter schon wieder anheben. Da frage ich mich mal, wer von euch ehrlichen Handwerkern hier vor mir wird überhaupt noch bis 67 arbeiten können? Keiner. So sieht's aus, aber die Herren da oben in Berlin, in ihren fettgefressenen Bäuchen, die da sitzen und sich auf unsere Kosten messen, die werden 80, 90, 100 Jahre alt und haben in ihrem Leben so gut wie nichts gearbeitet. Denn wenn diese sauberen Damen und Herren gearbeitet hätten, dann sähe es in unserem Land heute anders aus. Wenn da verantwortungsbewusste Personen wären, die sich um das Wohl des Landes und um das Wohl des Volkes bemühen, so wie es ihr Auftrag ist laut unseres Grundgesetzes, dann wäre dies wahrhaft noch ein blühendes Land und es wäre eine eigene Gesellschaft. Meine größte Sorge im Moment ist, dass unsere Gesellschaft in der Mitte einen Riss bekommt und er wird immer größer. Und das liegt nicht an uns, die wir auf der Straße sind. Das liegt an denen, die noch zu Hause bleiben. Das liegt an denen, die sich nicht bewegen wollen, die auf ihrem Sofa sitzen bleiben wollen, denen es draußen zu kalt ist oder noch schlimmer, die Angst haben, auf die Straße zu gehen. Wisst ihr, ich habe schon oft gehört, dass ihr mit Arbeitsplatzverlust bedroht wird, soziale Ausgrenzung etc. Ich sage euch dazu eins, mehr als euer Leben können sie euch gar nicht nehmen. Und das nehmen sie euch im Moment bei lebendigem Leib. Also was habt ihr eigentlich noch zu verlieren? Als ich ein junger Mann war und im Westen lebte, kam ich öfter mal hier rüber zu euch. Und wir fanden es immer sehr schön. Da waren zwar die Polizisten ein bisschen unfreundlicher als bei uns im Westen. Gelten sie vielleicht mal Kameras aufmachen. Ganz beliebter Satz an der Grenze, aber die Leute hier waren herzlicher. Und das sind sie bis heute geblieben. Das hat sich bei euch nicht geändert und dafür danke ich euch auch. Von den Rattenfängern der Konsumterroristen noch nicht kaufen lassen. Und das ist, wie der Herr Wohlbereit mal sagte, auch gut so. Und dafür danke ich euch nochmal. Bleibt so standhaft, Leute. Und egal wie kalt der Wind wird und egal wie der Regen fällt oder der Schnee oder egal was passiert, und wenn sie eine Bombe zünden mittendrin, unsere Freunde vom IS, und dann weiß ich, sind 20 von uns gestorben. Und in der nächsten Woche werden 100 neue dastehen. Also das kommt sogar Dresden. Das kommt sogar Dresden, die Stimmung hier, die Altstadt, der kleine gedrungene Platz, wo mindestens 3000 Leute oder mehr. Nicht, dass die Lügenpresse wieder sagt, wir waren 500. Hart, ja, die Lügenpresse, unsere beste Freundin. Also die Bildzeitung ist im freien Fall. Bald wird die dann kostenlos als Klopapier verteilt.
Das ist das Einzige, wozu das Zeug doch gut ist. Nicht immer dazu taugt es. Nein, die Bildzeitung ist als Klopapier gut. Damals in der SU haben wir die immer genommen. Also besser als Pravda. Obwohl in der Pravda mehr Wahrheit drinsteht als in der Bildzeitung. Nun, also Lügenpresse hatte ich auch schon mir gewidmet und ich kann sagen, tatsächlich, es ist eine Lügenpresse. Also mehrere Artikel, noch nicht einer hat den richtigen Wohnort. Also meinen Wohnort haben sie schon nicht mal richtig geschrieben. Mal komme ich aus Hannover, mal komme ich aus Duisburg, dann komme ich wieder aus Köln. Ich bevorzuge, ich komme aus Deutschland. Und dann schreiben sie und manipulieren. Da gibt es immer noch Menschen, die das glauben, was da geschrieben wird. Und das wird auch immer weniger. Und zwar immer, immer weniger, weil immer, immer mehr Leute aufwachen. Das sieht man heute wieder bei euch. Fein habt ihr das gemacht. Und meine Vorrednerin, die junge, hübsche, blonde Dame, ich danke ihr, das war eine wunderbare Rede. Die hat das schon gesagt. Sie hat das gesagt. Die hoffen, dass ihr läuft sich tot. Nee. Diese Hoffnung können sie begraben. Das weiß ich. Weil wenn sie das hoffen, dann kennen sie euch nicht. Ihr seid gekommen, um zu bleiben. Leute, wenn ihr so weitermacht, dann fange ich hier gleich an der Tonne an. Es ist unfassbar, wirklich unfassbar. Und das in diesem, ja, in diesem Erzgebirge. Und ich verweise, ihr werdet ja so gerne als die Gebirge bezeichnet. Ja, wisst ihr? Ich glaube, das hat einen ganz bestimmten Grund, dass ihr hier besonders erwacht seid. Das liegt an der guten Luft. Die ist so ein bisschen über den ganzen Gestank des Tales. Und deswegen atmet ihr bessere Luft und deswegen funktioniert euer Gehirn besser. Daran kann es nur liegen. Oder aber es liegt daran, das sind 89, viele von euch, die ich hier sehe, von denen weiß ich vom Alter, dass die 89 auch da gestanden haben. Dass viele von euch jetzt 25 Jahre nach der Wiedervereinigung gemerkt haben, dass sie von Regeln in die Traufe gekommen sind. Dass unsere Diktatur der Meinung heute noch perfekter funktioniert, als die Diktatur eines ehrlich Spielers und ehrlich Spielers. Denn die haben es wenigstens offen gemacht. Und heute wird es verdeckt gemacht. Heute überwachen sie uns in einem Ausmaß, das war in der DDR undenkbar. Die hatten die technischen Möglichkeiten noch nicht. Aber selbst wenn sie sie gehabt hätten, wage ich zu bezweifeln, dass sie ein solches Abhörsystem wie Prism von den USA installiert und uns alle abzuhören installiert hätten. Dazu wäre selbst ein Hermelgesicht zu schade gewesen. Also, und dann ist mein Ernst. Ich halte diese ganze Abhörerei für das größte Verbrechen, was an uns gerade begangen wird. Wir werden ausgesperrt, systematisch. Also ihr braucht nur mal irgendeine Werbung anzuklicken und ihr wisst, direkt kommt die auf euch zugeschnittene Werbung hinterher. Das ist eine einzige Dummheits-Manipulationsmaschine, die nur dazu da ist, euch gefügig schön brav am Konsumieren zu halten. Kauft heimische Produkte. Kauft in regionalen Läden. Seht zu, dass ihr die kleinen Kaufleute hier in Stolberg unterstützt. Geht nicht zu Aldi, zu Lidl und zu Plus kaufen. Die verkaufen euch nämlich eh nur giftige Scheiße und keine gesunde Nahrung. Wir müssen anfangen, diese Discounter zu boykottieren. Sollen doch die anderen kaufen. Wir kaufen bei unserem örtlichen Fleischer, bei unseren Bäckern. Wir gehen und unterstützen unsere eigenen Handwerksbetriebe.
Und dann sollt ihr mal sehen, wie so eine Gegend dann wieder anfängt zu prosperieren. Wie viel Arbeit es dann wieder gibt. Das solltet ihr einfach mal ausprobieren. Es gibt sogar Gegenden im Westen. Man soll es kaum glauben, ich weiß. Aber da haben die Leute das schon so gemacht. Da haben dann die Lidls und die Aldis nicht zugemacht, weil sie vom Flüchtlingen ausgeplündert wurden. Sondern weil wir da nicht mehr hingegangen sind. Ganz einfach. So. Und das mit dem Merkel muss weg. Das hört sich immer gut an, aber ich bitte eins zu bedenken. Wenn wir die weg haben, wer kommt denn dann? Ah, Platzwurst kommt dann. Der gute, dicke Freund von der SPD, zwangsläufig. Den wollen wir aber genauso nicht. Deswegen muss die Stärke weg, sondern das ganze System muss geändert werden. Wir brauchen eine Bürokratie, wir brauchen eine Demokratie. Durch die Bürger, von den Bürgern und für das Volk. Und wir brauchen keine Hälfte der Abgeordneten, die im Hinterzimmer ausgekummelt werden. Und das hat mit Demokratie nichts zu tun, das ist im besten Fall eine Demokratur. Und auch dafür stehen wir hier, wir sind angetreten, weil wir dieses System, wie hat Sule Emil dann immer so schön gesagt, das amerikanische imperialistische System nicht mehr wollen. Zum Schluss meiner kleinen Rede kommen. Noch ein kleiner Gedanke. Sag nur ein Wort. Verfassung. Und da höre ich die Rechte an, wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, und da bin ich fast schon überzeugt, das Nächste, was wir gemeinsam in Angriff nehmen müssen. Wir müssen die Politik in Berlin dazu treten, dass wir eine deutsche Verfassung bekommen. Das, was wir im Moment haben, ist ein Grundgesetz, das uns gegeben wurde und in dem perverserweise die Interessen unserer Besatzer im deutschen Recht festgeschrieben sind. Insofern liebt Frau Merkel noch nicht mal, wenn sie sagt, auf deutschem Boden gilt deutsches Recht. Klar, wenn ich als Ami mir deutsches Recht mein Recht habe reinschreiben lassen, kann doch gerne deutsches Recht gehen. Aber auch, genau, wir wollen das nicht mehr. Und deswegen wollen wir unsere deutsche Verfassung haben. Zum Schluss noch ein Dank an die Damen und Herren der Polizei, die diese Veranstaltung sicher und souverän begleiten. Es gibt keine Störungen. Ich habe selten so friedlich erlebt. Keine verirrten Antifanten, die in der Gegend rumlaufen. Es ist wunderbar, und wenn Sie irgendwo jetzt sein sollten, sitzen Sie vermutlich betrunken auf dem Klo. Vielen Dank an die Organisation, was Sie mir hingestellt haben, Jungs. Es ist unglaublich. Und ich ende meine Rede wie immer mit den zwei letzten Worten der für mich größten Freiheitskämpfer, die wir in Deutschland gehabt haben, nach Karl Martell, Oberst Graf Schenk zu Stauffenberg. Und Hans Scholl, die haben ihr Leben mit den Sätzen beendet. Es lebe die Freiheit und es lebe das heilige Deutschland.